wollte euch noch kurz vorstellen. Das mache ich jetzt aber auch sehr kurz, weil wahrscheinlich also alle ja schon gesprochen haben und ihr die meisten kennt. Silvia Federici, glaube ich, muss ich quasi gar nicht vorstellen, ist Marxistin, Feministin, Aktivistin, hat dieses Buch geschrieben, Caliban and the Witch, was sie am Donnerstag irgendwie hier auch im Wesentlichen vorgestellt hat. Ja. Und dann Sarita Gupta ist die Direktorin von einer Labor NGO in USA, Jobs with Justice, und die haben eine Kampagne gestartet vor 2 Jahren, die heißt Caring Across Generations, und da ist sie auch Leiterin dieser Kampagne. Da hat sie heute Nachmittag ziemlich viel drüber geredet, da werden wir jetzt irgendwie anknüpfen. Also für diejenigen, die heute Nachmittag nicht da waren, wird sich das Pech gehabt, beziehungsweise vielleicht erschließt sich's trotzdem. Und ja, Mario Candeias ist Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse hier in der Stiftung, aber ich denke, den kennen wahrscheinlich auch die meisten, deswegen sage ich da jetzt auch nicht so viel. Gut, erste Frage geht an dich, Silvia. Ich wollte jetzt dich nochmal fragen, du, also sozusagen jenseits dieser Debatten um soziale Reproduktion und feministische Kämpfe irgendwie in diesem Feld, beschäftigst du dich ja viel mit dieser Frage der Commons. Du hast jetzt auch in Wien gerade von einem längeren Seminar, wo ihr das irgendwie ausführlich diskutiert habt, und mich würde einfach nochmal interessieren, ob du auch über diesen Aspekt sozusagen deiner Arbeit und auch deiner Praxis irgendwie uns nochmal was erzählen kannst. Was, also sozusagen, was findest du an der Debatte interessant? Wie diskutiert ihr das? Und vor allen Dingen, wo siehst du in dieser Diskussion um Commons eben sowas wie Transformationspotenzial? Also sind es, inwiefern würdest du sagen, dass dadurch dann auch gesellschaftliche Praxen sich wirklich umorganisieren würden, auch mit der Frage, wie lässt sich sowas eigentlich verbreitern? Oder sind es am Ende doch die Gefahr, dass wir vor allen Dingen Nischen produzieren, wenn wir irgendwie über Commons diskutieren? Genau, und also mich würde dann auch noch interessieren, inwiefern du sozusagen denkst, dass damit Ansätze zu schaffen sind, die auch eine andere Art von, ich sag jetzt mal, sozialen Infrastrukturen, also das überhaupt zu denken, möglich machen, jetzt über so Sozialstaatsfragen hinaus, wie wir sie irgendwie bisher so hatten. How much time do I have? Because 5 minutes? Yeah, 7 minutes. How to say it all? I don't know. Well, the commons. First of all, definitely not a new idea. You know, I would say that most of the humanity has organized itself on the basis of commons, you know, for most, for the longest period of time. Only with the advent of capitalism, we have a society that is built on complete privatization of property and the state, in fact, private property in the state and the market, relatively to the history of human beings, are more recent institutions. But when I'm going to talk about the commons now, I'm not going to talk about a return to the past, but I'm going to talk about a concept that has developed roughly speaking, starting in the 90s, and has developed out of a different number of factors, and I'd like to mention those factors, though it may be already known. First of all, you know, the need, I think, for more and more people in different movements, feminist, anarchist, socialist, ecological, they need to find a concept that would describe a unifying vision, would describe the kind of society that we want to build, would describe something that would be the opposite, you know, of the neoliberal agenda and the kind of development and social relation that neoliberalism and globalization were, in fact, realizing, implementing. So the commons represent certainly a vision of a different type of life. But also, the commons has been brought, and here I'm speaking, you know, particularly in the United States. I'm speaking to the United States. It was brought
in the mid 90s out of the experience that many people had going to Latin America, for example, going to the encuentros of the Zapatista or going to Nicaragua, El Salvador, and bringing back a different conception of life, bringing back a sense of communitarian relationship that in the United States to a large extent has been destroyed, although not completely, but to a large extent has been destroyed. And particularly after 1994, you know, when the Zapatista movement was formed out of the attack on the commons, the attack on the ejido, when the famous privatization of ejido land was instituted, I think that many people began to realize that, the struggle for the commons is not a struggle only for Latin America. It's a struggle that is important also for us, because in the United States as well, you know, the question of the continuous privatization of land, privatization of public space, has been a really central issue. In fact, so many aspects of our life are being privatized. You know, there are many towns now in the US where you have to struggle even for the right to sit on the pavement, for example, in the West Coast. And we are being continuously pushed away from the urban space and what has been done to housing with millions and millions of foreclosure. So the idea of the commons, which represent what the commons represent, the commons is a complex concept because it refers both to resources to be shared, resources to be held in a non-commercial way, and to be used, to be enjoyed, not only used, but also enjoyed, you know, in a way other than the logic of capitalism, the logic of capitalist development. But it also refers to relations, obviously. In fact, we often say that without commoning relationship, there is no commons. The relationship are really what make the commons more than the things themselves. So it refers, now, these days, we are also using the concept of the common in a very broad way. Yeah, we are using in the sense that everything that brings community together. For example, I see the right to the city, the activities that people like right to the city or back to the land have been engaging in as really common in activity because they're really creating a whole network of alliances and in that they're creating a common interest. And for us it's extremely important. I cannot speak much for Germany, but in the United States, one of the issue, fundamental issue that we are encountering, one of the most important, in many ways the primary, is the kind of divisions that have been organized. Not only division around gender, but division around race. And in particular, we have had a savage process of mass incarceration that has led at least 6 million people into the carceral system of the US. And the incredible divisions have been created on that basis. And also division between citizens and immigrants. And so for us, the question of the common signifies also, you know, a politics that has to transcend the division. As a priority, as a fundamental political act and a fundamental political strategy. Because as long as we have those divisions, we cannot build, you know, any transformative process. Now, for me, as a feminist, what is also important is what the commons represent today. You know, as an immediate alternative, not only, you know, as a long-term project, but as an immediate alternative to the reproduction crisis that we are living. You know, the reproduction crisis where I mean that the continuous cutting fundamental social services, you know, and the fact that the precarization of income, the continuous precarization of life, this is really what is at stake. It's not the income that is precarized, it's our lives that are being precarized. And a crisis that is manifested, first of all, in the conditions of children, the elderly, women. We have seen, for example, to give you an idea of what the crisis represents, we have, over the last 15 years, the life expectancy
of proletarian, low income, women with low level of formal education. They have has diminished the life expectancy of 5 years in the United States. These are official statistics. So they can expect to live 5 years less than their mothers. So for us, the common also means, you know, the question of providing forms of mutual aid, of pooling of resources, also ways in which of reconstructing in a more cooperative way, you know, the organization of reproductive work, which I think is a very, very immediate necessity. And is also important because in that process, we can begin to reconstruct the social fabric of our societies, which has been so torn apart, you know, with industrial relocation, the fact that many industries have migrated away, and the fact also that rents have continuously gone up and gone up in the foreclosure, people have lost, millions have lost their home, and they are continuing to lose their home. What we are finding is that our community are really being shredded. And so the commons also represent, you know, a way of reconstituting, you know, the foundation, the fabric of our society. So we say the commons are an important step towards survival, but they are also even more important in the sense of creating communities of resistance, in the sense of creating a base from which we can build more solidarity and in the way confront the state from a position of power. Ja, erstmal vielen Dank. Ich würde nur ganz kurz nachfragen, das klingt jetzt für mich so, als wäre das quasi eine Art von neuem Utopiebegriff. Ist es sozusagen das, was wir früher Sozialismus genannt haben oder Kommunismus genannt haben? Oder also sozusagen, es klingt mir weniger nach einer konkreten Praxis als sozusagen nach einem, also sozusagen nach einem großen Entwurf einer sozusagen utopischen Perspektive. Siehst du das so? I don't think it is a utopia. As I was mentioning before, for example, I see organizations like Right to the City, organizations like Back to the Land. There is a whole network of organizations that is formed around the question of housing that have become to actually create, you know, a new basis to deal with the question of houses. And it's not only, we have now the network of urban gardens, they're practically in every town of the United States. And in fact, in New York, the garden came very directly under attack in the 1990s by our then infamous mayor, Giuliani, who says, we don't want the common garden, this is communism. He understood the power of the common. He understood that the question of the garden was a question of reclaiming control over your life, reclaiming control on what we eat, reclaiming and also building, you know, for example, the garden became a place of many encounters between Africa, people from the Caribbean islands, and it became a place of diffusion of knowledge. Many were connected with the schools. Children would come there and they would be taught, you know, how do you grow food? Where fruit comes from? It doesn't come from plastic, you know, from the supermarket. And so, and there are many other forms. For example, we have now what we call knowledge commons, you know, basically creating spaces where knowledge is produced and spread outside of the logic of commercial logic. We have an organization called Strike That, which is fighting for the decommercialization of education. And at the same time, also trying to build what we call knowledge. So we see it there. For us, the issue is how do we connect them? How do we connect this struggle? And how do we connect them with the other struggles that are going on? Because this is not, of course, the only struggle. You know, how, for example, we have the commons that exist or the garden give power to the women or the domestic workers who are struggling for their rights, and how do we connect the gardens with the right to the city? In fact, it's right there, the question of the garden, and how we began to see them also, not only in terms of providing
a better life for supporting our reproduction, but also beginning to create forms of resistance. And I want to add something to give an idea of the kind of thinking. I think there is a whole kind, for example, in New York for the last few years, there have been a group of youth, mostly men, who have begun to create what they called accountability projects, which is a particular type of commons. And it's the idea that we can take care of the abusers among us without going to the police. And they've done that by beginning to go to different grassroots organizations and bringing them together and to recreate, I will not use community, to recreate a common network so that people who are abusers can be talked to, can be actually re-educated to the community. And I think that this is a new way of thinking that has been very powerfully influenced also by the ecological movement and also by the women's movement, you know, because it's also a type of politic that does not separate the political from the reproduction of day-to-day life. Okay. Vielen Dank. Ja, Sarita, also sozusagen Silvia hat ja jetzt auch gesagt, diese Frage, wie kommen eigentlich die Dinge zusammen? Und ich würde schon gern noch einmal zurückkommen auf diese Frage, die wir vorhin schon diskutiert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier sind, die es nicht mitgekriegt haben. Diese Praxis des Storytellings als Moment von Organisierung und von sozusagen der Herstellung eines gemeinsamen im Erzählen dieser sehr unterschiedlichen Geschichten. Also im Grunde, wenn wir sagen, wir wollen Veränderung oder Transformation aus der Perspektive von Alltagswidersprüchen, Alltagskämpfen, Alltagsbewusstsein ausgehen, haben wir natürlich immer partikulare Perspektiven. Also sozusagen jede Geschichte ist da drin sozusagen partikular. Und die Frage ist natürlich, wie lassen sich die verallgemeinern? Und das fände ich nochmal interessant, wenn du da nochmal sagen könntest, wie du das siehst, wie ihr das macht. Und vielleicht auch, wie, du hattest ja vorhin so kurz angedeutet, dass da so sehr unterschiedliche Care-Stories dann erzählt werden und vielleicht auch, wie sich, was eure Erfahrungen so bisher sind, wie sich in diesem Prozess auch dann das Verständnis von Caring, von Care, von Pflege, von Gesundheitsvorstellungen verändert und in welche Richtung und vielleicht auch, was da so also irgendwie Differenzen, Brüche sind, die irgendwie da drin so auftauchen. Okay, can you hear me? Yes? So let me start by saying that we do not do storytelling for the sake of storytelling. We have a theory of change behind storytelling. The campaign embraces what we call a wheel of change, but it's an approach where you literally, you reach the hearts and minds of people through storytelling. That shifts behavior, either at the individual level or societal level, that creates the political opening for system change. And that's the cycle that we're trying to generate here to create the longer-term transformative change we want in the care system, in the long-term care system specifically. And the transformation we're trying to achieve is on multiple levels. So there's transformation we're trying to achieve on an individual level. So just even the power of telling your story is important because for so many people, in the United States, long-term care is a very personal issue. You are made to feel like you are a failure if you cannot care for your loved ones. So people hold it very privately and quiet. And what that means is that they don't realize that millions of other people are also struggling and that together we actually need to come up with a public solution. So there's transformation on the individual level that's very important, that experience of telling the story, making the connection, and really appreciating care as a part of your life. Again, this is a sector and an area of our life that has been undervalued and invisible, right? And then there's transformation at a relational level. So how does that shift then how you think about care providers,
how you think about people in your life who care for you or for who you care for. You see a transformation at the organizational level. So how do you, as a organization, a social movement organizations, how do we embrace new approaches like storytelling and a hearts and mind approach, which is very different than traditional historical organizing in the United States, particularly of labor and even community organizing. It's always been, you know, let's go beat the corporations, which we have to do. But in addition to that, how do you actually reach the real emotional level of people? And so how does that change the way we organize as movement groups? How do we lead with values versus an analysis of the problems and the solutions we want, but actually ground them in real values of the kind of society we want and need? Often in social movements in the US, people will say, I know what you're against, but I don't actually know what you're for. And so for us, this is important to be able to talk about the society we want. At a movement level, we want to transform social movements, the whole ecosystem of social movements. You were just talking about the climate, just the ecological movement, the trade union movement, the women's movement, the immigrant rights movement, the disability rights movement, the list goes on, the lesbian, gay, bisexual, transgender movement. These movements are very siloed in the United States. And the opportunity we have with an issue like care and the power of storytelling is you begin to connect these movements in very profound ways that help people strive for solutions that may seem impossible on your own, but are possible when you're working in an ecosystem. And finally, that makes way for transformation of the system itself. So if we know the long-term care system is broken, then what are the long-term solutions we're coming up with that help us actually transform the system so it meets the needs that we have? So I share all of this because the way we then do storytelling is through, as I talked about this afternoon, we organize care councils at a local level. So local communities, anybody can organize a care council. You can organize a care congress, like a big town hall meeting or a general assembly, where you talk about, you share your stories, and then you develop what do you think are the solutions that we need? What is the society we're striving for? And people begin to see the commonalities of their vision and their values. And then we build upon that is the goal. We get people to share their stories one-on-one in groups. We have people share their stories in the beginning of every single meeting we do as a way to ground us in what these issues are really about. But the important thing is the storytelling is providing entry points into the discussion. Because often these can be very intellectual conversations, they can be very theoretical, and what we need to do is create entry points for everyday people to say, this is my experience with care, this is what doesn't work, and this is what I need to work. So we find multiple venues in which people can share their stories. It's not meant to be, it's not always touchy-feely and lovey. Sometimes the stories are very difficult, they're very hard stories, you know, to tell. And that's equally important, because it's through that we invoke an emotion that makes people want to stand in solidarity with one another and actually take action. And that's really what we attempt to do through the storytelling. And finally, the storytelling helps us expand the we. So this notion of how we get outside of talking to ourselves, like I've found in my history of social movement work in the US that I reached a point in my work where I felt like I was talking to the same people all the time, either about immigration or about workers or about women's issues. I mean, it was the same group of people. And at some point I was like, we're not gonna win if we keep talking to each other with different topics. So the question becomes,
how do you then, this is the evolution of movements, right? So in the US, there's a whole group of us, Right to the City, Jobs of Justice, the Domestic Workers Alliance, a number of us who learned through social movements in the Global South. We were part of the World Social Forums. We learned through our brothers and sisters in the Global South about the power of storytelling and the power of actually building something different, and the power of trying to reach a majority. So that doesn't mean we water down the left politics, but what it means is that we're actually trying to bring more people into the politics and the conversation, but you have to start from where they are at, and storytelling helps us do that. So in care, it's not just about the home care workers and the aging adults or people with disabilities, it's about veterans of war who come back from the war and don't have a long-term care system to meet their needs. It's about athletes. The US is a big sports fanatical country. Well, football players, and I don't mean soccer, I mean like US football, they retire at the age of 37, 38, maybe earlier than that, and they have enormous long-term care issues, and they depend on care for the rest of their lives. Yet they've never been asked to tell their own story. And so what would it mean for a pro athlete, football player, to share their care story? And what would that, how would that open up culture for people to embrace that maybe society needs to be organized differently? That's what we're trying to do through storytelling. Ja, vielen Dank. So, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen einen größeren Bogen vielleicht auf. Doch. Und zwar die Frage, wie sich eigentlich diese, also sozusagen diese strategische Orientierung auf Lebensweisen, soziale Reproduktion, Alltagskämpfe, wie sich das eigentlich ins Verhältnis setzt zu aktuellen Krisenanalysen. Es gibt, also du sprichst von Krise der sozialen Reproduktion, andere tun es auch. Also wie ist sozusagen diese, das Verhältnis irgendwie strategische Orientierung auf diese Alltagssachen irgendwie mit auch der Frage, wo verschieben sich vielleicht auch sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse so, dass das irgendwie auch ins Zentrum rücken sollte oder von dort aus irgendwie Transformation zu denken ist. Und weiß jetzt nicht, ob wir das irgendwie noch hinkriegen, aber die Frage, wie da jetzt sozusagen gesellschaftliche Naturverhältnisse reinspielen in diese Idee von einer Reproduktionsökonomie, wie du das so denkst. Der Bogen ist vielleicht gar nicht so weit. Ich meine, in diesem Kreis ist es eine Banalität zu sagen, es reicht natürlich nicht, über die Finanz- und Wirtschaftskrise oder über die Staatsschuldenkrise zu reden, sondern natürlich muss dann irgendwie auch die Reproduktionskrise in den Blick nehmen. Aber auch das wäre eigentlich zu kurz gehüpft. Denn worum es geht, ist eigentlich aus einer marxistischen oder gramscianischen Krisenanalyse deutlich zu machen, dass nicht einfach ein Bereich vergessen wurde, sondern dass sich Stützungsverhältnisse unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche in so großen Krisen oder organischen Krisen sich auflösen. Das heißt, beispielsweise, wenn man auf den alten Fordismus zurückgeht, dass nur eine bestimmte Form von Familie, von patriarchalen Strukturen, des Zusammenwohnens, der umsorgenden Hausfrau, die auf den vernünftigen Konsum des Lohnarbeiters und so weiter achtet, überhaupt so eine intensivierte fordistische Produktion in der Fließbandarbeit möglich machte. Das sind Stützungsverhältnisse, wo man nicht einfach sagen kann, dass wenn das in die Krise gerät, ökonomisch sozusagen, dann wirkt sich das auf die Familien aus. Nee, in beide Richtungen geht das jeweils. Und das gilt natürlich für die heutige Zeit nicht anders. Wir erleben seit schon vor der großen Krise 2007, 2008 begonnen hat, eine lange Verallgemeinerung von prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen, die sich ausdrückt in einerseits eine Intensivierung von Arbeitsanforderungen, die auch zeitliche Ansprüche natürlich immer größer werden, die gleichzeitig die Zeit für Reproduktionsarbeit kürzer machen, kleiner machen, bei einer Ausdünnung und Aushungerung von öffentlichen Dienstleistungen, die natürlich das auch gestützt haben, die gleichzeitig an Qualität verlieren, weil die Arbeitsverhältnisse dort immer prekärer werden und, was also
also den entzieht die unmittelbare Möglichkeit, über die eigenen Lebensbedingungen irgendwie noch mitzubestimmen, sondern überhaupt sowas wie ein gutes Leben geradezu unmöglich macht für immer größere Teile der Bevölkerung, was aber auch zu immer größeren Problemen der Reproduktion auch der eigenen Arbeitskraft führt. Und da wird es dann auch wieder ein Problem sagen für, sagen wir mal ganz schlicht, Kapitalseite, wenn Erschöpfungssyndrome zur Normalität werden, vernünftige ausgebildete Arbeitskräfte nicht mehr massenhaft zur Verfügung stehen, Fachkräftemangel und so ein Unsinn, die Ungleichheit so groß wird, dass es sozusagen nicht mehr für viele Leute moralisch noch akzeptabel ist, deswegen diese Diskurse ja doch mehr und mehr an Zulauf gewinnen, zumindest in den Feuilletons, aber auch sonst, die Produktivität sinkt und ähnliches mehr. In anderen Ländern wie Spanien, Griechenland, Portugal, also den sogenannten Krisenländern in Europa, ist das natürlich nochmal 10-mal verschärft. Da geraten ganze Gesellschaften an den Rand der Reproduktionsfähigkeit, was dann auch zu politischen Krisen führt. Also auch da sozusagen ist es nicht einfach, die Krise wirkt sich irgendwie auf irgendwelche sozialen und Reproduktionsbedingungen aus, sondern das hat natürlich unmittelbar auf das gesamte Verhältnis in der Gesellschaft eine Auswirkung, wo dann letztlich immer wieder, seit der Krise sind ja nicht weniger als 18 Regierungen deswegen zurückgetreten in Europa. Das kriegt man hier immer so nicht so mit in der Bundesrepublik, weil es auch kaum berichtet wird und wir scheinbar ein Hort der Stabilität sind. Zum Zweiten ist damit verbunden aber sozusagen ein Versuchen anderer politischen Methodologie. Das schließt dann wieder sehr an das an, was insbesondere Sarita, aber auch Silvia gesagt haben. Nämlich nicht auszugehen von der großen Finanzkrise, der Schuldenkrise, der Klimakrise auch, sondern von den Alltagsproblemen, von der Alltagssicht der Subjekte, sinnvollerweise Politik zu formulieren. Denn da noch nicht mal bei den politisch Aktiven, sondern alltäglich müssen die Einzelnen sich in diesem Alltag mit all diesen Widersprüchen herumschlagen, irgendwie handlungsfähig bleiben, kämpfen, scheitern, immer wieder dann gucken, dass sie eine bezahlbare Wohnung finden, vernünftige Kinderbetreuung, dass der ÖPNV bezahlbar bleibt, dass die Energieversorgung nicht derartig mit den Preisen steigt, obwohl man natürlich ökologischen Konsum haben möchte in der Richtung, aber wenn man dann abgeklemmt wird, ist auch blöd und so weiter, um andere Konsumweisen, andere Ernährungsweisen, ohne unbebautes Flugfeld oder was auch immer, man kann auch ein Bahnhof sein in Stuttgart, um Kämpfe um Zeit, also alltägliche Probleme, um die sich die Leute herumhangeln und an denen man eigentlich hervorragend anknüpfen kann, in alle Richtungen natürlich. Also sowohl von herrschaftlicher Seite wird permanent angeknüpft, von rechter Seite, aber eben auch von links. Und da wäre es eine politische Aufgabe, aus diesen Einzelproblematiken, sozusagen, wo man anknüpfen kann, unmittelbar, immer dann auch wieder die Verbindungen zu ziehen, die großen Linien, sozusagen, die Zusammenhänge deutlich zu machen. Das ist eine politische Aufgabe, die man gemeinsam entwickeln könnte, so wie Sarita es gerade ein bisschen geschildert hat. Und das heißt aber schon, von den partikularen Interessen und nicht von den großen Weltanalysen auszugehen und von daher zu verallgemeinern. Was Gramsci damit meinte, war ein Versuch, in der Formulierung schon der eigenen Interessen, die Interessen der anderen, mit denen man so ein Projekt starten will, unmittelbar mitzudenken. Das ist in gewisser Weise genau das, was ihr in eurem Storytelling macht. Also das Gemeinsame nicht einfach irgendwie zu finden, weil, ach ja, du hast ein selbes Interesse wie ich, sondern in solchen Prozessen wirklich erst zu produzieren. Und das ist ein Prozess der Organisierung. Mit Gramsci kann man dann relativ leicht darauf kommen, dass Transformation der Lebensweise keine individuelle Aufgabe ist, wie uns so manchmal so, ich sag's mal jetzt etwas übertrieben, Leute wie Welzer oder sowas nahelegen wollen, wenn wir uns selber einen ethischeren, bewussteren Konsum hingeben, dann können wir vieles verändern. Ist sicherlich auch was dran, aber es wird deutlich, dass eine andere Lebensweise eine Art anders verallgemeinerte Lebensführung ist, die man nur gemeinsam hinkriegt oder kritisch-psychologisch ausgedrückt eine erweiterte Handlungsfähigkeit nicht alleine zu erreichen ist, sondern nur in einem Organisierungsprozess. Kurzum, es gibt gute Gründe, Politik also von den Lebensperspektiven und Handlungsstrategien der einzelnen Haus zu formulieren, aber nicht dabei stehen zu bleiben. Jetzt, weil du nach den gesellschaftlichen Naturverhältnissen gefragt hast, das hängt unmittelbar zusammen.
wir hatten mal vor Jahren eine große Konferenz zur Automobilindustrie in der Krise. Und wenn man, klingt jetzt nach ganz was anderem, aber wenn man dann sozusagen die ökologische Krise ernst nimmt und dass eigentlich unser Exportmodell, so wie wir es entwickelt haben, nicht wirklich tragfähig ist, weil wir den Rest von Europa niederkonkurrieren und selber da ein enormes Problem geschaffen haben, und gleichzeitig eine Perspektive für die Leute, die da arbeiten, entwickeln wollen, dann kommen wir zu Konversionsstrategien, klar kann man die Unternehmen alle in diese oder jene Richtung umbauen, meistens kommt dann natürlich eine ökologische Produktion von E-Autos, ist nicht so wirklich ökologisch, aber naja, das Energiesystem müsste umgebaut werden, alles super, kann aber sicherlich nicht solche Riesenbereiche ersetzen. Also Transformation, wohin eigentlich? Und da kommen wir eigentlich immer wieder an denselben Punkt, der hier auch schon genannt wurde, manchmal mit ein bisschen anderen Begriffen, nämlich den Reproduktionsbereich wieder stärker ins Zentrum eines sozialistischen Transformationsprozesses zu stellen. Weil ich meine, das sind all die Bereiche, in denen alle eigentlich, und zwar von den elenden Konservativen bis zu den Linken, beklagen, dass es einen Mangel gibt. In allen sozialen Bereichen sozusagen der öffentlichen Versorgung insbesondere beklagen wir Mangel, aber es passiert relativ wenig. Und das sind die einzigen Bereiche, wo seit Jahren kontinuierlich Beschäftigungsaufbau passiert. Das stellt natürlich sofort die Frage nach den Arbeitsbedingungen dort und der Organisierung. Aber das sind natürlich Bereiche, die auch weiterhin jetzt wieder in den Blick genommen werden würden und genau solche Fragen zu stellen, wie wollen wir die eigentlich entwickeln und in welche Richtung. Und das gilt im Übrigen auch für den globalen Süden oder die neuen kapitalistischen Zentren, die sich entwickeln dort, wo natürlich massiv diese Bereiche ausgebaut werden und verdammt nochmal, wir mit den solidarisch mit den anderen im Süden dafür sorgen müssten, dass die auch beispielsweise öffentlich oder gar zivilgesellschaftlich organisiert bleiben und nicht dem Markt preisgegeben werden, sondern entsprechend ebenfalls an den dortigen Bedürfnissen, beispielsweise der ländlichen und urbanen Armen anknüpfen, insbesondere der Frauen dort und anderes in den Mittelpunkt stellen und nicht große Wachstumsperspektiven, die dann letztlich diese Bevölkerungsgruppen doch wieder ausschließen. Und in beiden Perspektiven ist die Orientierung auf solche Reproduktionsbereiche übrigens eine, die trotz Ausbau relativ wenig umweltschädlich ist, weil die Arbeit mit und an Menschen eben relativ viel weniger stoffintensiv ist, nicht gar nicht, aber weniger stoffintensiv ist als alle anderen. Also eine Wohlfahrtslogik, wie es Mascha Madurin mal gesagt hat, zu stärken gegenüber der Akkumulationslogik, das ist so ein bisschen, was wir mit dem etwas sperrigen, weil es eher ein analytischer Begriff, Reproduktionsökonomie mal gemeint haben, wo also von die Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden, wo sich eine Ökonomie qualitativ tatsächlich entwickeln kann in dieser Richtung, aber vielleicht perspektivisch zumindest nicht mehr stofflich wachsen muss. Das ist eine allgemeine Perspektive, wo es sozusagen ja viele, viele, viele Einstiegsprojekte gibt. Wir haben ja in dieser Konferenz, 10, 12, 13 Versuche genannt. Aber es bleibt oft, also die Versuche der Verbindung, sozusagen, müssten wir noch weiter ausbauen. Ein Vorschlag war die Commons-Geschichte, ein Vorschlag haben wir gerade gemacht. Ein weiterer wäre eine Perspektive, die man mal vielleicht nennen könnte, sowas wie ein Infrastruktursozialismus. Oder andere nennen es soziale Infrastruktur oder eine sozial-ökologische Grundversorgung, wie auch immer, sagen also die insbesondere auch modernen Lebensmittel, die wir unverzichtbar brauchen. Wir hatten vorhin das Energiepanel. Natürlich ist Energie heutzutage ein modernes Lebensmittel, ohne das niemand mehr auskommen kann. Von Gesundheit gar nicht zu reden, wohnen oder sonst was. Aber auch das Internet ist, um heute Teilhabe einer Gesellschaft zu haben, der Zugang zum Internet ein modernes Lebensmittel, ohne das niemand mehr, fast niemand mehr, quasi auskommt. Obwohl, ich habe gehört, Silvia hat immer noch kein Handy. Das geht also noch ohne. Aber wie kriegen wir sozusagen eine Perspektive auf soziale Infrastruktur? Dann kommt so schnell wieder der Vorwurf, ja, ist doch wieder der Staat. Ja, erstens hat es ja natürlich eine Funktion, aber zweitens ist eine Orientierung auf einen kollektiven Konsum tatsächlich eine Form, wie man gemeinsam organisieren kann, wie solche Staat vielleicht dann auch nicht mehr staatlichen Infrastrukturen aussehen können. Und das merken wir ja genau an den Versuchen etwa
sei es von der Party, die wir gestern hatten, also der Anti-Zwangsräumungskampagne in Spanien, die eine Massenbewegung geworden ist, sei es um die Rekommunisierungsprojekte wie Berliner Energietisch oder sowas oder die solidarischen Kliniken, das sind ja alles Versuche, zivilgesellschaftlich solche Infrastrukturen zu produzieren im eigentlichen Sinne, mit einer Perspektive auch, das natürlich zu stabilisieren, also sowas wie eine Infrastruktur zu etablieren, die natürlich dann auch, solange wir den Staat noch haben, jedenfalls auch staatlich abgesichert ist, aber eben nicht mehr in der alten Form, sondern sofort immer nach der Wiederaneignung der Selbstbestimmenwollens über die Lebensbedingungen eine Demokratisierungsperspektive reinbringt. In all diesen Projekten steht die Demokratisierungsperspektive immer relativ weit oben. Und auch verstanden immer als Orte, wo wir nicht nur etwas erreichen wollen oder zusammenkommen, uns wirklich zu helfen, sondern organisiert wird, politisch organisiert wird und immer versucht wird, weiterzudenken eigentlich, was die nächsten Schritte sein könnten, um Transformationsperspektiven weiter voranzubringen. Aber ich glaube, ich bin eh zu lang, ne? Ist jetzt, glaube ich, gut. Ja, yeah, so a few things. So, I want to say on this, I'm sorry she left, but the storytelling, it is powerful because, that's better, it's powerful because we are investing in people, but I don't want us to mistake, we're investing in people to build power. So there is a power element in storytelling. It's about moving people to then think about how they are going to leverage their own power for change, whether it's power as consumers, as voters, as, you know, as part of a mass movement, like whatever the form of power is. But it is, the goal is to get from story to demonstration and expression of power for change. On the question of does the conversation go beyond the issues of care, when I talked about the athletes or when I talked about veterans, absolutely. But that's the goal, is that that's the beauty of an issue like care that is so multifaceted. There's so many ways to engage in a conversation about care that it actually opens up a whole other set of conversations. So with the athletes, we met with the National Football League, and the conversation was football players who need care. And then football players, many of them are African-American. They're the only ones in their homes who've gone to college or had access to a full job like this, make a lot of money. They're the sole providers for their families. So their families are incredibly dependent on their success, yet it's a career where they are damaged. So it's successful up until a certain age, and then they're really struggle to live with dignity. And then the whole family struggles. So you see that, but we wouldn't have come to that without an initial conversation about care. So the goal is that ultimately we are fundamentally trying to have a broader conversation about a different way of life. And within that, we are challenging certain paradigms. And so we're bringing about shifts, that there is a role for government to play, which is a big debate in the US. There is a role for a care workforce. If it is the fastest growing, one of the fastest growing sectors of our economy, workers should be at the center of it, designing it, and in fact, being able to live a good life from a job in the care sector. I mean, all of these lead to different kinds of paradigm shifts that help us continue to paint the picture together of what's the society that we ultimately are looking for. And that brings me back to your questions about what kind of care. So just to say that in my earlier presentation, I shared a little bit about of this. I'm sorry if it's repetitive. But in the United States, there is no national healthcare system. There's millions of people who don't have healthcare. That means they have no options for how they access healthcare. And then, or they have limited options. And it's through government programs that exist, like Medicaid. It's a program in the US, all of which in an austerity climate are being cut. So there's less and less options for people who generally need healthcare. So now you add long-term care. Long-term care is not part of Obamacare. We just had this big national healthcare reform movement.
we didn't get everything. I would say we didn't get what we wanted and needed ultimately, but long-term care was not a part of that conversation at all. Yet we're sitting at this major demographic shift where more and more people will need long-term care. Right now, there's no long-term care insurance that people can afford. So most people do not have long-term care insurance. So they depend on what's called Medicare, which is a government program, but only subsidizes a little bit of the care you need. So if you are an aging adult and you have lived a good life, you've been an auto worker, you've been in a union, you have a pension, if you're lucky, you have all these things, but all you need is one catastrophe and you can lose everything. Everything. And it's not just you, it's your whole family loses everything. This is why this issue is so pressing and important, because if we don't transform this system, we will see millions and millions of people in poverty in the future. And so this is a really big, there's a lot more to it, but the system is fragmented and broken, essentially. And then this piece about, are we addressing race and access to jobs? It's a big part of the campaign, is understanding that you have a growing population of aging adults, which in the US still are majority white adults, who are very dependent on paid caregivers, who are majority people of color and immigrants, who have no labor protections, right? Because I talked about this earlier. They have no right to collective bargaining in the United States. And so as a result, then the questions of access to jobs in a moment of great crisis around jobs, the question becomes who has access to these jobs, and then how do we make these good quality jobs? And so that is an active debate that is happening. And in fact, in the US right now, given these demographic shifts, there's actually politicians who are suggesting we bring guest workers in, which are workers from other countries in to provide in-home care supports and services to families. And we're saying, why? There's people here who need jobs, people who already care for their loved ones. Why not actually transform the system in such a way to make sure that the jobs are accessible to everyone? There's a huge race and immigrant analysis within all of that. And you know, just to say on this discussion of care, it's actually been pretty heartbreaking in the feminist movement in the United States. There has never been a deep conversation about care and the care workforce. So here we've had for centuries women, mostly women of color, African American women, who are domestic workers, who've been denied any kind of collective bargaining rights, no minimum wage protections, no overtime hours, nothing. And we haven't been able to get the feminist movement in the United States and the broad mainstream women's movements to actually embrace these issues. It took this campaign to force a conversation and to force the making visible the care workforce, for it now to begin to interest the broader women's movement and feminist movement. And I think some of it is complicated because of the issue of paid and unpaid caregiving. But the reality is that there's a whole sector of paid home care workers who have been denied basic rights for so many years, and yet there hasn't been enough of a discourse in the women's movement around that and how to change that. I'm hopeful that it's now beginning to change, and it's creating a whole new set of conversations. And frankly, there's more and more feminist academics who are beginning to come out of academia to support us in thinking about what are the long-term vision of how we actually, as we transform this sector of the economy, how do we do it with a very central feminist sort of politic within it. So I think there's a lot of opportunities yet to come. Sylvia, a couple of things. One about care, that the issue, what do people want for care? One way it's usually also expressed is that they want a universal care system. So often Europe is seen as a model. But I think
And I want to talk about the issue of care from the point of view of the commons, from the point of view of creating, for example, structures at the community level. There is the issue of healthcare, like the kind of assemblies, and transform them into structure, because even if you have universal insurance, and even if you have the universal, you know, a caretaker, the, you know, public services guaranteeing, the quality of care, it's also a big issue. And we often find that even when you have insurance, it's still a problem, because the way the care system is organized in such a commercial way. And with so much the question of the productivity of the workforce and the profitability of the workforce, that the quality of the care that they give us is really a care that is lacking in so many ways, that sometimes, you know, more and more I find myself saying that I'm more afraid of the doctors than of the diseases. Because you don't know how you come out, you know, once you've gone through their hands. And it's not that the people are evil, but it's that they have a kind of protocol which has decided from a very commercial viewpoint that they are afraid to deviate from. So they are afraid to tell you the truth, or they are afraid not to put you through all kinds of tests and radiation and so on. So that is becoming a big issue. The question also of the quality of the care and what is healthcare, you know, how it is determined and what is that we really want. The other thing about the feminist movement, I completely agree. I mean, the feminist movement in the US, starting from the mid 70s, has practically abandoned the whole question of reproduction. I often say that the domestic workers movement is really continuing some of the best aspects of what the women's movement was at the beginning. This whole question of reproduction, fighting against the devaluation of reproduction, bringing back the idea of what is domestic work, what is contributing, et cetera, et cetera. But for a number of years, all the accent was on you know, gaining parity on the workplace, in you know, basically gaining entrance to, you know, male-dominated jobs. And the whole issue of reproduction was completely abandoned, to the point that in the United States we don't even have universal maternity leave. Maternity leave is a scandal. I think there are three countries in the world that do not have guaranteed maternity leave, and the United States is one. Or sick days, exactly, or sick days. So that is really an issue that is crucial. Ihr habt ja beide eigentlich mit der Staatsfrage da hinten ein Spektrum der Kritiken ja formuliert schon. Ne? Auf der einen Seite die Kritik, die es ja in Spanien genauso gibt oder in anderen Ländern, immer wieder, wenn es soziale Bewegungen schaffen, sozusagen solidarische Hilfsnetze zu bauen, kommt der Vorwurf, ja, ihr entlastet ja den Sozialstaat von diesen Aufgaben, beziehungsweise den Ex-Sozialstaat, den Autoritätsstaat, wenn man so will, und damit können sie das weiterführen. Auf der anderen Seite haben wir genauso oft die Kritik, naja, ihr wollt es ja letztlich in Staatsform überführen wieder, und dann ist es ja quasi wieder irgendwie entfremdet und externalisiert, und beides funktioniert nicht. Das ist genau das Spannungsverhältnis, in dem sich bewegt. Und ich würde es nicht ganz so schildern mit Margareta, wie du es gemacht hast, sondern Alexis hat es ja vorhin ein bisschen auch erzählt, dass sowohl in Griechenland wie in Spanien, aber auch beim Energietisch oder sowas, ja genau das gesprochen wird. Also dass es eben nicht darum geht oder nicht entschieden ist, würde ich mal sagen, ob es einfach wieder in Staat überführt wird oder nicht, sondern welcher Weise, weil wir können nicht permanente Mobilisierung aufrechterhalten, um diese Dinge selber bereitzustellen. Ist ja ehrlich gesagt auch ziemlich anstrengend. Ich will mich nicht dauernd um meine eigene Energieversorgung kümmern müssen. Ich möchte aber die Möglichkeit haben, jederzeit mitzuentscheiden, wenn wir denken, das geht in eine falsche Richtung. Also eine andere Struktur von öffentlichen, ich würde dann nicht mal mehr sagen Staat, sondern eine insbesondere auf kommunaler Ebene anders organisierte, vielleicht auch mit Wahlen der jeweiligen sozusagen
der Gruppe sozusagen, die das dann organisiert, immer mit der Möglichkeit sozusagen, dass unterschiedliche Interessengruppen sich auch neu bilden können, also nicht so ein tripartistisches Modell einfach nur, sondern eines, was offen ist sozusagen für Neuformierungen von Gruppen, die da immer wieder sozusagen Probleme und Interessen hineinbringen können, wo man also einen offenen Austausch über die Entwicklung dieser ganzen Geschichte drin hat und wo die Beschäftigten natürlich immer, also so, das war zum Beispiel ein hochinteressanter Ansatz, der sich in Großbritannien natürlich leider nicht durchsetzen konnte in Zeiten von Austerity, aber wo in linken Kommunen die Reform des öffentlichen Sektors versucht wurde, so anzugehen, dass man es eben mit den Beschäftigten selber macht, die natürlich auch ein Interesse haben, nicht einfach da gelangweilt Bürokraten zu spielen, sondern vernünftigen Service zu bieten. Und das natürlich für die Interessen sozusagen derjenigen, die die Leistungen brauchen. Und das waren eigentlich hochinteressante Konzepte, was da rausgekommen ist an Vorschlägen, die dann leider nur sehr teilweise umgesetzt wurden. Aber darum geht es doch sozusagen, aus der Grundlage von solchen Initiativen ein Stück weit die staatliche Struktur in die Zivilgesellschaft zurückzuholen, ohne dass wir jetzt permanent alles selber organisieren müssen, sondern schon Strukturen bauen, die das auf eine Dauer stellen können. Und dafür braucht es zum Beispiel, das in Griechenland natürlich großartig, dass es solche Solidarity for All-Netze überhaupt jetzt gibt oder in Spanien. Bei uns sind wir noch nicht ganz so weit. Aber das wäre so ein wechselseitiger Prozess, wo sozusagen eine institutionelle Politik und eine zivilgesellschaftliche Politik dann gemeinsame verbindende Perspektiven tatsächlich entwickeln können, wie eine Infrastruktur anders gebaut sein kann. Danke. Okay, sure. Well, the question, I'm not going to tackle the question of the state because there are many things to be said, although, you know, I would like to take a non-statist position. But I just want to interject in the debate something that maybe can open up the discussion to a broader perspective. And one of the things that we are learning, coming to learn about, is the prospect of a big transatlantic common market between the United States and the European community. The date they have set is for 2015. I don't personally believe that they are going to be able to, because there's still a lot of things that they need to establish before that will be done. But I don't know if people are aware here of what is being planned. If what is being planned, which is being planned, we now know since 1990, they've been working in utmost secrecy. If what is being planned is going to be enacted, that means that organizations like the World Trade Organization will have power over every state decision, national at all level, national as well as municipal. I mean, the smallest village can be brought to court by the World Trade Organization for any policy they will implement that will limit the profit of the great corporations. In other words, it is a trade and is a set of proposals that in a way places capital in its raw form at the rule of the world economy. I wonder if that issue is here a concern, because if that is going to be implemented, you know, all this discussion that we are having needs also to be articulated maybe in some different way. So to be clear, our end result is not that we want to legally codify care workers. So I'm going to take a step back for a second. So here's a group of workers that don't have collective bargaining rights. The truth is, in the United States, more and more workers are actually falling outside of traditional labor protections because the very nature of work is shifting. The economy is shifting. So what we see is a rise of what we call precarious or contingent work. More than a third of the US workforce are temporary workers, part-time workers, or they're subcontracted workers. They actually don't know who their real boss is anymore. So the notion of how we understand bargaining between an employer and a set of workers is all gone in large swaths of our economy. That is shifting.
So we literally need to rethink bargaining rights in the United States. We actually need a next generation, we call it the 21st century generation of new laws and policies around workers' rights, legal frameworks, how we understand worker organizations, because the traditional way in which unions have been built are not relevant to too many workers today. We have to rethink how we actually organize working people today to actually demonstrate power and have rights in the job, in their community, in places. The reason I'm saying this is because caring across generations isn't just about care. It actually is an experiment in rethinking bargaining. So here is a workforce that when my fellow co-director, Ai-Jen Poo, is the director of National Domestic Workers Alliance, when she started organizing in New York City, people told her she was crazy. You can't organize domestic workers. Are you crazy? They're in households. How are you going to organize them? And her organization did an immense work and won what was called a Bill of Rights campaign in New York State, where they won some basic provisions, protections. Within that, they won from the state government, so not the federal government, New York State, a couple of year window to rethink what bargaining in the domestic workforce looks like. So domestic workers are actually experimenting with neighborhood councils of employers of domestic workers who could then establish themselves as a council and be the negotiating party to bargain around wages and working conditions, days off, all of that. So you see, embedded in the campaign is actually experiments around the country of how you imagine bargaining. And what we're experiencing with the care workforce actually has relevance to a much broader swath of workers in the US right now. And that's the social transformation project we are actually signed up for. So it helps us rethink revenue strategies in the US. You can't pay for our social programs. Well, how else can we get revenue? Can we tax major corporations who refuse to negotiate directly with their employees? How about we extract a fee that's a wage subsidy for low-wage workers? We're experimenting with revenue strategies, broader contingent worker issues, setting the stage. This campaign is focused on long-term care, elder care, but we're setting the stage for child care workers. We're setting the stage for some of the work families issues you talked about, paid sick days, family leave. These are things that we don't have. We have no national child care system in the US, no family leave, no anything. And so, I mean, literally, no anything. When you leave it to the market, this is what happens, right? So you see, I say all of this just to make the point that this is one thread of work where the issue of care is central, opens up a lot of conversation about the way we want to reorganize society, but it also opens up an important discourse about workers' rights in the 21st century, given the fundamental changing nature of work. I think that the example that was given, for instance, to make concrete the notion of the common, of the council and the community that the domestic workers united in New York is creating, to have a collective bargaining that allows them to retain the control of their decision making, that doesn't delegate the control to a higher authority, which would be the model, the more traditional model of collective bargaining, so that you have a group of trade unionists who bargain for you, and you are many times are at the end of it. That is really the model of commoning versus the more traditional type of institution. And along this line, you know, I think the question of the new type of trade union is a big debate in the United States right now, because the old trade union are finished. I think, in fact, even numerically, there are 9% of the workforce which is unionized. So very soon, at this trend, there will be no trade union. But at the same time, this has stimulated the whole question of what has been the crisis of the trade union.
and realize that in fact, you know, until the 1930s, until the New Deal with the so-called implementation of the welfare state, workers' organizations were completely different. That they were not only confined to the so-called workplace, but they actually they dealt with issues that had to do with the whole life of the worker. They were very rooted in the community. You know, the, for example, the bulk of the working class in the United States was actually taken care of as far as pension, work accident, et cetera, by the so-called fraternal orders, who basically, even until the New Deal, until the, you know, the welfare was institutionalized, they were the one who provided. For most workers, they had all kinds of limits that is important to talk about. So that now idea of really going beyond the trade union and beginning to think about going back, you know, a different conception of how organizing should be is really important. Ja, weil Silvia vorhin das TTIP bzw. TISA und andere Abkommen angesprochen hat, das ist sozusagen der Gegenprozess zu dem, was wir gerade diskutiert haben mit Blick auf die Infrastrukturen, weil in der Tat wird es wieder weiter versucht werden, nicht nur über die Austeritätsregime, sondern den langen Versuch zu verlängern, die sozialen Infrastrukturen weiter aufzubohren und jetzt gar nicht im Sinne von sofortiger Privatisierung oder sowas, das steht gar nicht auf der Agenda, aber schon mit Blick auf die Verschärfung von Bestimmungen, die es dann immer schwerer machen, den anderen Weg zu gehen. Das heißt, Sozialrechte zu erlassen, sozusagen, die die Investitionsbedingungen verändern, Rekommunalisierungsprozesse anzustoßen, Mindestlöhne zu erlassen und ähnliche Dinge. Also alle Formen von sozialen und ökologischen Gesetzgebungen, sozusagen, die später erlassen werden, werden dann immer unter das Konsultationsgebot dieser Freihandelsabkommen gestellt. Und das ist eigentlich die eigentliche Gefahr, sozusagen, dass damit sozusagen verbaut wird, einen anderen Prozess in Richtung zivilgesellschaftlich stärker verankerter öffentlicher Strukturen zu bauen und das zurückzuholen aus der Privatisierungsschleife, sondern der Druck wird also in diese Richtung stärker zunehmen. Und das ist in der Debatte in der Tat ein bisschen durcheinander manchmal, weil dann die Angst kommt, jetzt wird privatisiert, wird ja sowieso schon seit Ewigkeiten, und dann sagen die an der Regierung so, nein, das steht ja gar nicht in den Verträgen. Und sie haben recht, das steht nicht in den Verträgen. Aber sagen die Verschärfung von allen möglichen Bedingungen, um überhaupt eine demokratische Gesetzgebung erlassen zu können, das steht in den Verträgen. The question is, how do we reclaim the wealth that the state has taken from us? The idea of the common is not a commonization of misery. The idea of the common is to create a basis of resistance and reclamation of the wealth. The question is, the idea of the common is the idea of self-government. You know, beginning to create a society in which we govern ourselves instead of being governed from above. And we decide collectively in ways that we will decide, you know, how the wealth of the world and the wealth that we produce is going to be enjoyed. That my words. So I want to thank you for this conversation and the conversation earlier. I've certainly learned a lot and appreciated the discussion overall. I'll just say that I think I really agree with a lot of what I think it's Anna said back there. And I think coming from the U.S., where things are so bad, I laugh a little, but it's really like millions of people are struggling to just survive. And too many people are choosing between paying for food or paying for rent or paying for healthcare or paying for childcare. I mean, when you hear in the press about fast food workers, McDonald's workers striking, they're not just striking on principle, they're striking because they have no options. They have absolutely no options. And so the hopefulness of what I see happening in the US is that it's forcing a vibrant grassroots movement to build and develop and dream of a different country that we want. And so I want to leave off by sharing that there's this civil rights leader who passed away a few months ago, Vincent Harding, Dr. Vincent Harding. He was a comrade with Dr. King and Malcolm X and many
others. And he said to us that there's this West African proverb that he carries with him, which is to say that he is a citizen of a country that's not yet been born. And that is exactly how social movements in the US are operating now. There's nothing has to be the way it is. And we have to fight the tendency to believe that what exists now is all we can operate within. That we actually have to push the boundaries and imagine a different country, which means imagining a very different kind of relationship of the state, people, commons. I mean, the commons movement is really vibrant in the United States. The solidarity economy movement is building and growing in the United States. Alternatives are building right now, and they're small in scale at the moment, but the goal is that they build and they grow. So I'm really hopeful for this conversation, but I'm hopeful about what I know is happening in the US and the opportunities for us to continue talking across movements and sharing what we're learning as all of our movements evolve and as all of our democracies change. Thank you very much. Da war vorhin noch die Frage nach der direkten Demokratie. Wollte ich nicht ganz unbeantwortet lassen, weil ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe, weil eine populare Selbstregierung, wenn du so willst, ist ja was anderes als über direkt demokratische Elemente permanent über irgendwas abzustimmen, weil das setzt ja gerade nicht voraus, dass man in Organisierungsprozessen der Selbstverständigung und der gemeinsamen Interessenformulierung, des Produktion des Gemeinsamen sozusagen dann überhaupt zu den hoffentlich dann richtigen Entscheidungen kommt, sondern dann hat man immer die Gefahr sozusagen auch der Schweizer Modell, der ganz anderen Entscheidung sozusagen im schlechten Sinne populistischer Verkürzungen einer direkten Demokratie. Also geht es uns doch eigentlich um andere Vermittlungen immer wieder, die ganz stark basiert sind auf unseren gemeinsamen Organisierungsformen und Verständigungsformen. Und das ist etwas, wo ich auch ein bisschen, da waren wir ja gestern bei dem ganzen spanischen Beispiel auch immer wieder dran, klar sind wir total froh, wenn in der Bundesrepublik so ein bisschen nur, in Spanien, in Griechenland mehr natürlich von unten, unglaublich viel selbst organisiert wird an neuen Solidaritätsstrukturen und auch an Bildung von Institutionen. Das ist ja nicht alles, dass so permanent alles nur sozusagen Bewegung ist, sondern die Bewegung gelernt hat, Strukturen zu bauen und bauen zu müssen, neue Vermittlungen auszubilden, wie du gesagt hast da hinten, die Institutionen zu übernehmen, um sie umzubauen, nicht zu ersetzen, sondern um sie umzubauen in andere Formen, damit wir eben nicht so einer Romantisierung erliegen, dass wir permanent überall uns dauernd selbst mobilisieren. Das würde in einer totalen Erschöpfung enden. Und es ist ja, das würde nicht wahrnehmen, sozusagen, wie prekär diese Organisierungsprozesse sind, wie auszehrend, wie anstrengend die sind und was für eine enorme Leistung dahinter steckt. Also von da aus sozusagen dann wieder hinzubekommen, wie kriegen wir Strukturen eingebaut, die eben nicht einfach der alte Staat sind, niemand will dann glaube ich hin zurück, sondern einer der Vermittlungsformen, die responsiver sind, verantwortlicher sind sozusagen, wo ein regelmäßiger Austausch und der Umbau, die direkte Einmischung und Partizipation leichter möglich ist als in den bestehenden formal demokratischen Strukturen, wie wir sie heute haben. Und ich glaube, da ist mittlerweile ein erheblicher Lernprozess entstanden, nicht zuletzt in diesen Krisenländern, wo es in anderen Ländern manchmal noch so stecken bleibt zwischen alles muss von unten wachsen oder nein, wir machen die Partei von oben. Sozusagen sowohl neue Parteiformen wie neue Bewegungsformen zu denken, die sich viel stärker vermitteln, wo die Trennung dann vielleicht gar nicht mehr so groß ist. Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir schließen jetzt an Silvia an und sagen, there is no commons without commoning. Und ich möchte ganz, ganz herzlich vor allen Dingen euch beiden danken, dass ihr von so weit hergekommen seid und hier mit uns diese Diskussion geführt hat und euch, dass ihr irgendwie so wahnsinnig viel Geduld hattet und so wahnsinnig lange zugehört habt, obwohl es heute wirklich ein langer Tag war. Ich fand es insgesamt alles super spannend und sehr interessant. Wir werden diese Diskussion in vielen Veranstaltungen als nächstes bei dem Degrowth-Kongress, der im September in Leipzig stattfindet, weiterführen, wo dann viele der Linien, die wir irgendwie hier heute auch gelegt haben, irgendwie dort sich wiederfinden. Und als allerletztes möchte ich jetzt nochmal ganz herzlich den beiden Übersetzerinnen danken, die wirklich einen...